Ja, YouTube, hier ist wieder Florian für euch zurück mit dem Let's Play von Narkissos. Und tja, wir haben jetzt hier das nächste Unterkapitel, nachdem die letzten beiden Kapitel ja relativ kurz ausgefallen sind und wir im letzten Kapitel auch Bestrafung ja mal wieder so ein bisschen die Frage hatten, warum ich ist diese Krankheit, die mir auferlegt worden ist, irgendwie eine Strafe Gottes für etwas, was ich getan habe, wo ich aber gar nicht mal weiß, was ich eigentlich Schlechtes getan habe. Und dergleichen. Ist es irgendeine Art von Bestrafung? Das war ja so mehr oder weniger ein bisschen religiös auch angehaucht. Ja, das Thema von der letzten Folge und von dem Kapitel Nummer 7 gewesen. Und jetzt werden wir mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Eben auch unter anderem die Beziehung zwischen ja, Himeko und Setsumi und auch Chihiro eventuell mit Himeko und die beiden Schwestern in den folgenden Kapiteln und in denen, welches hier heißt Maniküre. Ich gehe nochmal ganz kurz in die Einstellung, weil ich glaube, die Musik wieder ein bisschen leiser machen muss für gleich, wenn es losgeht. Genau. So, jetzt geht's los. Gleißendes Sonnenlicht und die überwältigenden Zikadenlaute. Die Sonne warf hartkantige, pechschwarze Schatten auf den Boden. Nachdem ich verschlafen hatte, war ich nun auf dem Weg zum gewohnten Treffpunkt. Guten Morgen, du bist heute ziemlich spät. Ja, guten Morgen. Als ich aus dem Aufzug stieg, tauchte ich kurze Begrüßung mit einer bekannten Schwester aus. Mittlerweile, selbst wenn ich den siebten Stock betrat, stellte niemand mehr meine Anwesenheit in Frage. Könnte ich, wenn es so weitergeht, vielleicht auch an diesen Ort gehören? Als dieser Gedanke plötzlich aufkam, bekam ich Angst. Ich lief den weißen Gang entlang, in Richtung des nun vertrauten Zimmers von Himeko. Ich komme rein. Und als ich zur wahrscheinlich bereits wartenden Himeko Bücher. Vielleicht. Auf dem Bett verteilt, kleine Bände, die Himeko betrachtete. Ich wusste nicht, was für welche es waren, aber ihr Gesichtsausdruck war anders als ihre sonst fröhliche Miene. Sag, was schaust du dir da an? Landkarten. Landkarten? Bediente ich dieser Antwort, kehrte sie mit ihrem Blick zurück auf die Seiten. Es war ein Gesichtsausdruck, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Traurig und doch irgendwie gelassen. Ist es interessant? Nicht wirklich. Es ist langweilig, erwiderte sie. Doch ihr Blick blieb fest auf ihnen haften. Obwohl sie sagte, dass es langweilig sei, starrte sie mit einem traurigen Blick weiter auf die Landkarten. Dann musst du sie dir nicht ansehen. Selbst als ich das dachte, schaute ich sie mir mit ihr an. Es gab nichts anderes zu tun. Ich konnte nichts anderes tun. Auf dem Bett verteilt waren Karten von irgendeinem Ort. Auf ihnen waren zahlreiche große Autobahnen und Straßen, sowie Orte mit Namen, die ich nicht kannte. Es fühlte sich wie eine Beleidigung an Himeko an, die sie sich weiterhin ansah, doch ich fand keinen Spaß daran. Dir muss langweilig sein. Schon okay, selbst ich finde es langweilig. Warum siehst du sie dir dann an? Tja, gute Frage. Wenn sie den Grund selbst nicht kannte, würde ich es auf keinen Fall nachvollziehen können. Sogar als sie damit antwortete, blieb ihr Blick fixiert. Als ich das dachte und damit rechnete, dass sie für eine Weile so verweilen würde, murmelte sie leise. Aber weißt du, das ist etwas, das du noch nicht brauchst. Heißt das, dass ich es dann eines Tages brauchen werde? Wer weiß, das könnte auch von dir abhängen.
Ab und zu sprach Himeko, als ob sie meine Gedanken klar durchschauen würde. Es gab auch Augenblicke, in denen sie plötzlich Wörter wie Zen-Rätsel aneinander reihte. Worauf diese es abgezielt hatten, wusste ich nicht. Doch aus irgendeinem Grund nickte ich oft naiv zustimmend. Setsumi, shiteta? Hey, Setsumi, wusstest du das? Moshi, doko ka ikitai basho ga atta to shite. Angenommen, es gäbe einen Ort, an den du hin willst. Dore dake no yosan ga areba tariru to omou? Was glaubst du? Wie viel Geld würdest du brauchen? Wakaranai wa. Keine Ahnung, antwortete ich aufrichtig auf diese plötzliche Frage. Ich hatte nie über so etwas nachgedacht. Watashi no keisanによると ne. 5万円 よ? Meinen Berechnungen zufolge 50.000 Yen. そんなに? So viel? そう考えちゃダメよ. Nein, so solltest du nicht denken. 逆に言えば, それだけあれば, 日本中どこだって行けるってことよ. Anders gesagt, mit nur so wenig könntest du überall in Japan hinfahren. Ich konnte mit dieser Summe nichts anfangen. Ich konnte auch nicht nachvollziehen, was mir das sagen sollte. Vielleicht hieß das für Himeko, dass sie einen Ort hat, an den sie hin will? Und dass ich eines Tages auch so einen haben würde? Vielleicht wollte sie das auch damit sagen. Also dann, wollen wir nicht mal wieder ein Eis essen gehen? Daraufhin faltete sie die Karten zusammen und stand auf. Ich muss noch meine Temperatur messen lassen, deswegen geh schon mal vor. Ah, okay. Ich ließ Himeko allein und wartete vor dem Aufzug. Überall im 7. Stock kann ich Pyjama-tragende Menschen entdecken. Ich frage mich, ob diese Leute einen Ort haben, an den sie hin wollten, genau wie Himeko. Oder vielleicht denken Leute ab einem bestimmten Alter, weil sie aufgegeben oder eine eher philosophische Sichtweise angenommen haben, nicht mehr über solche Dinge nach. Setsumi-san, de yokatta kashira? Setsumi-san, darf ich dich so nennen? Anata wa tashika helper no. Du warst, wenn ich mich recht entsinne, doch die... Hai. Kono 7階 wo tanto sasete itadaite orimasu. Ja, ich wurde dem 7. Stock zugeteilt. Es war die Betreuerin, die zuvor mit mir gesprochen hatte. Neulich unterhielt sich Himeko mit ihr, die sagte, dass sie eine Bekannte sei. Und wegen Himeko-san, meiner Schwester. Schwester? Anhand dieses Wortes konnte ich erraten, wie die Dinge standen. Himeko hatte einmal gesagt, dass sie einmal eine Betreuerin in diesem Hospiz gewesen sei, dass ihre Familie katholisch war und sie auch bei öffentlichen Wohltätigkeitsveranstaltungen mitgewirkt hatte. Dass dann ihre jüngere Schwester hier genauso eine Betreuerin war, überraschte mich nicht. Und was möchtest du von mir? Ich habe mich gefragt, ob du dich selbst dazu zwingst, mit ihr auszukommen. Ganz und gar nicht. So ist es nicht. Dann ist es ja in Ordnung. Früher war sie eine fröhliche, liebevolle Schwester, aber... sagte sie und ließ ein wenig ihren Kopf hängen. Als wir uns neulich trafen, hatte ich eine ähnliche Vermutung. Zumindest erschien mir ihr Verhalten ihrer kleinen Schwester gegenüber ziemlich kalt. Zu mir jedoch. Das war passte nicht. Selbst jetzt glaubte ich, dass sie liebevoll war. Chihiro, nani wo yatte iru no? Chihiro, was treibst du da? Onee-chan. Onee-chan. Mai ni mo itta wa ne. Ich hab's dir doch schon mal gesagt, oder? Yokei na koto wo shabette iru hima ga atta ra, jibun no tantou no hito wo shikkari miru beki desho? Wenn du die Zeit hast, dich über unnötige Dinge zu unterhalten, solltest du dich lieber anständig um deinen zugeteilten Patienten kümmern. Ja, das weiß ich, aber...
Wenn du eine Betreuerin bist, dann nimm deine Pflichten gefälligst ernst. Ikimashu, Setsumi. Lass uns gehen, Setsumi. Nach diesem einseitigen Gespräch ließ Himeko ihre Schwester stehen und ging zügig voraus. Auch wenn ich mich irgendwie schlecht dabei fühlte, folgte ich ihr. Wieder einmal aßen wir Vanilleeis, während wir uns gegenüber saßen. Tut mir leid, dass du so etwas Seltsames mit ansehen musstest. War das gerade eben deine kleine Schwester? Ja, das war sie. Erwiderte sie und fing an, ihr zweites Eis zu essen. Es sah nicht so aus, als würde sie dem noch etwas hinzufügen. Ohne Zweifel machte sie sich Sorgen um Himeko. Sag, warum warst du so kalt? Meinst du zu meiner Schwester? Ja. Ich nickte leicht. Es war ihre eigene Schwester. Und da sie früher genauso eine Betreuerin war, dachte ich, sie könnte Chihiros Gefühle verstehen. Vielleicht sollte ich mich als Außenstehende nicht einmischen. Und dennoch kam mir die kleine Schwester bedauernswert vor. Sie tat mir leid. Obwohl sie ein so nettes und gutes Mädchen ist. So, ne. Richtig. Es ist, weil sie so ein nettes und gutes Mädchen ist. Ich verstehe dich nicht ganz. Schon gut, denn das ist ebenfalls etwas, das du noch nicht brauchst. Tadaima. Ich bin zurück. Okaeri. ちょうど晩御飯の支度できたわよ. Willkommen zu Hause. Das Abendessen ist gerade fertig. お腹減ったでしょ. Du musst hungrig sein. うん. Ja. Mit einem Nicken reichte ich ihr die leere Bento-Box von heute. はい、たくさん食べてね. Hier, lass es dir schmecken. Auf dem Tisch standen zahlreiche Gerichte und wie immer die frittierten Sachen von ihrem Teilzeitjob. あ、ほら、また揚げてきたわよ. Ah, hier, ich habe wieder was frittiert. Daraufhin bot sie mir den Teller mit den Pommes an. Mir fiel auf, dass sie diesmal etwas dicker als sonst geschnitten waren. Doch heute sah die Hand, die den Teller hielt, anders aus als sonst. お母さん. Mama, deine Hand. あ、大したことないわよ。やっぱり油使うからね. Ah, es ist nichts. Schließlich benutzen wir Öl. Antwortete Mama fröhlich wie immer. Aber das waren doch Spuren einer Verbrennung. Es war etwas gerötet. Früher zeigte Mama mir und Papa stolz ihre hübsch manikürten Hände. Beim Anblick dieser Frau, die sich wie wild über solch eine Kleinigkeit freute, tauschten ich und Papa ein schiefes Lächeln aus. Und wenn sie eine komische Farbe ergattern konnte, lackierte sie meine Fingernägel auch, obwohl sie dabei sagte, dass ich 10 Jahre zu jung dafür wäre. Doch nun war alles anders. Die pink manikürten Hände waren Vergangenheit und an ihrer Stelle trat die leichte Röte von wundgearbeiteten Händen. Warum sie so geworden waren, war leicht vorstellbar. Für wessen Wohl sie so geworden sind, stand außer Frage. Und genau deswegen war es schmerzhaft für mich. Es folterte mich. Was ist los? Sie sind erst heute frisch frittiert worden. Das ist keine Rücksicht. Ich erinnerte mich an Himekos Worte. Ich glaube, ich verstand es. Ihre guten Absichten im Stich zu lassen oder still zu lügen, beides war falsch. Nee, Okasa. Hey, Mama. Dokashita, Setsumi? Oishii wa yo? Was ist denn los, Setsumi? Die sind doch lecker. Und seit ich für die Pommes zuständig bin, haben sich meine Fähigkeiten auch verbessert. Mit Händen, die sich von jenen Tagen
von denen aus jenen Tagen unterschieden. Doch mit genau diesem Lächeln aus jenen Tagen bot mir Mama glücklich die Pommes an. Vor so einer Mutter konnte ich nichts anderes tun, als sie still zu essen. Falls ich hier jetzt die Wahrheit sagen würde, falls ich mich wirklich entschuldigen würde, würde die Person, die uns bestrafte, diese Person irgendwo da draußen, sich erbarmen?